Ich habe noch eine Frage, das ist so dieses, was ich auch super oft höre, ist in der letzten Zeit, du hast auch diese Unterscheidung, sorry, du hast diese Unterscheidung von Mikrokosmos Nervensystem, Makrokosmos Planet. Und das finde ich auch so interessant, weil vielleicht kannst du dazu noch was sagen, ist so, dass es irgendwie ja keine Privatangelegenheit ist, wenn ich mich um mein Nervensystem kümmere. Sondern das ist, wie du sagst, ja ein super krasser, wenn nicht der krasseste Dienst für die Allgemeinheit. Ich höre manchmal so Stimmen wie, ja, ihr habt zu viel Zeit oder ihr kümmert euch um euch. Es irgendwie schwingt da auch so ein bisschen was Egoistisches so mit, was ihr da macht und so. Ja. Ja, also ich glaube, jetzt wenn wir in diese Außenweltmatrix gucken, dann haben wir ja sehr klar dieses so, ey, das ist deins und das ist privat und persönlich und individuell. Und dann haben wir, denk auch an die Allgemeinheit. Und je mehr wir uns in uns selber ernst nehmen und verkörpern und wieder ekstatisch werden, desto mehr merken wir, je mehr ich bei mir bin, desto entgrenzter. Das heißt, auf der Ebene ist es ein bisschen wie, Freunde, ist das nicht ein bisschen old-fashioned, Innenwelt, Außenwelt so? Also irgendwie kleiner Körper, großer Planetenkörper. Das ist einfach so wie von der direkten Erfahrung aus. Ja. Merkst du, das zündet jetzt nicht mehr, das zieht nicht mehr so richtig. Das ist schon ein bisschen Konzept. Damit kann man erstmal nicht kommen, weil man schon sagt, du klein, Planet Erde groß. Ein bisschen wie so, haben wir da Verständnisschwierigkeiten? Just saying. Also klar, natürlich gibt es diese Ebene, wo man dazu nickt, aber das ist die Welt der Formen. Und auf der Ebene dessen, wenn es darum geht, was macht ein Nervensystem traumatisiert, unglücklich, depressiv, suizidal oder ekstatisch, lebendig, lebensbejahend, smart, intelligent, weise, instinktsicher, dieselben Mechanismen in dir drin wie in der gesamten Menschheit. Und tatsächlich, wenn du deine eigenen Unglücksstrategien auflöst und die Ekstase wieder sprudeln lässt, es ist wirklich wie, es fällt dir wie Schuppen von den Augen, woran es mangelt. Es mangelt ja nicht an guten Vorsätzen in unserer Kultur. Es ist ja nicht so, dass beispielsweise Deutschland, wo dieses Gespräch stattfindet, sich jetzt Mühe gäbe, den Planeten möglichst schnell in den Abgrund zu rocken. Es ist ja nicht so. Man versucht ja ständig mit neuen Hilfsgeldern, Hilfspaketen und so weiter irgendwie noch irgendwas zu bessern. Warum kann das nicht funktionieren? Weil es hier den einen Plan durch den anderen ersetzt, ersetzt statt das gesamte Nervensystem die gesamten unterdrückten Ladungen wieder vibrieren zu lassen. Und wenn das aber passieren würde, wenn wir 24 Stunden zur Pflicht machen würden, dass alle, die die Straße betreten, tanzen müssen und lachen müssen und einander umarmen müssen, danach hätten wir eine global weltpolitisch unendlich andere Situation. Wir hätten, wenn das jetzt nur Deutschland machen würde, das wäre mal eine Sache, auf die ich echt stolz bin, wenn Deutschland aber Vorreiterin wäre für irgendwie Kollektivekstase. Genau, und gleichzeitig in den Ländern drumherum, global gesehen, es wäre nicht möglich, in dieser Zeit so viele Kinder zu schlagen, wie man sonst geschlagen hätte. Es ist einfach wie das Feld der Ekstase ist immens. Aber es ist fucking Praxis. Deshalb kommt hier auch keine Doppelblind-Feldstudie an, gerammelt, mit der Ilan jetzt sagen kann, ich weiß, dass das funktioniert. Du wüsstest, dass es funktioniert, wenn du es getan hättest, Herr Politiker. Und ich weiß, dass es funktioniert, weil ich bin an diesen Orten von Erleben. Nein, nicht immer. Nein, ich bin nicht besser. Aber ich bin an dem Punkt von Ekstase fucking auf dem Punkt, wenn es darum geht, täglich zu trainieren. Und da gibt es was von, es gibt hier nicht zuerst die Garantie. Es gibt hier zuerst das Ende der Garantien und den Beginn der Praxis. Und danach lösen sich all diese Fragen, die nur dazu da sind, Zeit zu schinden, in Luft auf.